Ja, hallo liebe Freunde bei einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance bei mir gespielt. Ja, wir sehen mal ins Questlog. Verhör den Gefangenen in Meriet. Die Seuche. Ich bin mit der Honka im Kloster und suche die Ursache. Also wir sollen die Ursache noch suchen. Das heißt, wir fragen mal hier ein bisschen rum. Dahinter liegt ja jemand. Ach, was? Nein, hau ab! Okay, wie du willst. Dass die Lager kommen. So, hier rein. Ocean. Das nehmen wir noch mit. Okay. Du darfst da nicht rein. Schon okay. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich möchte den Gefangenen sprechen. Tut mir leid, da darf niemand rein. Melichas Befehl. Ich muss den Gefangenen unbedingt sprechen. Es geht um Leben und Tod. Genau. Melicha köpft mich, wenn ich dich reinlasse. Wenn du mit dem Gefangenen reden willst, frag Melicha um Erlaubnis. Gott behüte dich. Na, denn gut. Gehen wir mal zum nächsten Haus. Oh. Was? Willst du mein Weib holen? Pech gehabt. Ich bin der alte Stroh. Weißt du das nicht? Stroh! Hast meinen Sohn geholt. Aber mein Weib kriegst du nicht. Du Hundskrüppel. Ey, was fickt der jetzt uns so blöd an? Ich will doch nur deiner Frau helfen. Ja, auf die andere Seite willst du ihr helfen, nicht wahr? Das mit deinem Sohn tut mir leid, wirklich. Aber wenn du nicht willst, dass dir die Seuche auch die Frau raubt, lass mich sie sehen, sofort. Ich kann ihr helfen. Ich will nicht, dass sie stirbt. Na also, siehst du? Hä? Bist du ein Quacksalber? So etwas in der Art. Dann mach schon, los! Ist ja gut. Ich lauf nicht so aggro, bitte. Ah, da ist sie. Fieber. Genau wie Melichas Frau. Maria. Mutter Gottes. Lass mich in Ruhe. Jo, wie du willst. Okay, wir waschen uns mal noch, ja, gehen wir mal noch zu diesem Haus. Okay. Wir müssen nach Scarlett's. Es ist Adventskirchtag. Daniel. Bruder, liebster Bruder, bist du es? Ja, ich bin es. Dein Bruder. Bald ist Advent. Wir müssen nach Scarlett's. Da ist Kirchtag. Sag mir, Bruder, wie fühlst du dich? Warte. Du bist nicht mein Bruder. Du bist einer dieser Schurken. Bruder, rasch, verrammle die Tür. Sie sind zurück, oh Gott, bitte nein. Bruder, erkennst du mich etwa nicht? Ich bin es, dein Bruder. Ich war lange Zeit fort. Doch zum Advent bin ich heimgekommen. Ja, ich erinnere mich.
Gib mir einen Schluck Wasser, Bruder. Bin durstig. Schrecklich durstig. Als würde ich im Höllenfeuer garen. Kann einen ganzen Krug Wasser saufen und hab sofort wieder Brand. Alles Gute. Ja, komisch. Du bist so kompliziert. Okay, wir gehen mal noch. Welches Haus haben wir jetzt noch nicht? Ich glaube, das da. Mit dir reden? Nee. Hier hat es noch ein Kreuz. Da sieht sie. Was mache ich? Wer bist du? Siehst du nicht das Pestkreuz an unserer Tür? Mein Name ist Heinrich. Ich gehe zum Kloster, um Hilfe zu holen. Höchste Zeit. Der Herr hat bereits meinen armen Anton zu sich berufen. Und was willst du von mir? Erfahren, wie sich die Krankheit bei deinem Mann geäußert hat. Ich sag dir alles. Aber hilf mir erst, ihn zu begraben. Natürlich, Held. Hab Dank. Ich verstehe. Danke. Auf dem Bett. Ein bisschen im Bock. Also, ein Grab ausheben, das war, glaube ich, hier hinten. Genau hier. Mein Geliebter. Ich bin fertig. Ich danke dir. Wie konnte das nur geschehen? So. Also, bitte reden. Kannst du mir mehr über seine Krankheit erzählen? Sicher. Mein Mann hatte schreckliches Fieber. Und was noch? Schlimme Bauchschmerzen. Er meinte ihm wäre, als hätte ihn einer mit Steinen vollgestopft. Hat sich die ganze Nacht gewunden. Muss schlimm wehgetan haben. Hab Dank. Okay, dann haben wir das, glaube ich, abgeschlossen soweit. Schauen nochmal das Questlog. Sprich mit Johanka im Kloster. Also, wir haben jetzt mehr erfahren. Dann das erste Wink müssen wir eh nach Sasa bringen. Okay, den Gefangenen können wir jetzt noch verhören. Haben wir eigentlich noch Hunger? Nö. Gut, wir gehen nach Sasa. Hier unten hin. Wir gehen zuerst ins Kloster. Ja, und übernachten, ja, entweder wir übernachten dort oder wir reisen nach Meroet zurück dann über Nacht. Könnte jetzt auch noch sein, dass es noch wieder einen Überfall gibt. Jo, siehe da, da ist er schon. Mal schauen, wer uns da auflauert. Kommst du denn her? Verschwinde besser von hier, sonst fängt es was.
Ja, dann gehen wir aber gleich weiter. Nö. Nö. Das sind mir halt zu viele. Die sollen sich selber gegeneinander fertig machen. Da habe ich jetzt keine Lust drum, ehrlich gesagt. Hier Vermöbelten zu lassen. Für nichts. Also, Testament abgeben. Das muss zum Herr Pfarrer. Jetzt müssen wir den Pfaff noch suchen. Jo, der ist irgendwo bei der Kirche. Wenn es denn mal will. Da entlang. Ich glaube, der ist sogar in der Kirche, so wie es aussieht. Da ist er. Oh, Menno. Ist er nein, hier ist Pater Fabian. Pater, Vinzenz aus Meerhuyet schickt mich. Worum geht es, mein Sohn? Ich habe hier Vinzenz letzten Willen. Gott sei uns gnädig. Was ist denn passiert? Vinzenz ist schwer krank. Eine schlimme Seuche sucht Meerhuyet heim. Ja, ich habe gehört, dass Leute in einem Dorf in der Nähe krank wurden. Herr im Himmel. Aber Vinzenz ist am Leben. Ja, noch. Hoffen wir, dass der Herr ihn noch lebt. Abdank, Pater. Lebe wohl. Ja, super, jetzt kann ich mit dem nicht mehr sprechen. Über seinen Sohn. Verdammt! Ja, toll. So ein Mist. Von Sünden freikauft, 100 Groschen. Ist eigentlich auch nicht viel. Gut, dann bin ich jetzt wieder mal von den Sünden freigekauft. Gehen wir jetzt hinüber zum Kloster. Da ist gleich zwei Aktivitätengeber. Nein, sogar drei. Ja, Honka müsste im Kloster sein. Damit wir da mit der Hauptquest wieder mal etwas weiterkommen. Ich hätte natürlich auch Burak nehmen können. Wäre schneller gegangen. Wo ist sie? Das ist er nicht. Ah, da ist sie. Johanka? Ha, Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Gerade nicht so. Matthias? Ich weiß nicht, ob... Oh Gott. Wurde am Arm verletzt. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst. Was? Irgendeine Krankheit. Ich dachte, vielleicht weiß ich... Gütiger Himmel, er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde... Komm wieder, wenn du mehr... Ich danke dir, Johann. Okay, ich glaube, wir müssen zu ihm. Irgendeine Krankheit breitet sich in... Johanka meinte, du wüsstest... Eine Krankheit, sagst... Ja, ja, wirklich, fast... Das vermag ich noch... Sag mir... Das nehme ich an. Meerhuyet. Ja, da gibt es ein Gestüt. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Höchst faszinierend. Was könnte man dagegen tun? Kennst du die Symptome? Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So, womit beginnen wir?
Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Aha, klar. Verstanden. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Aber ich kann kein Latein. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothek. Studiere das Brich hingegen, widme mich den Gott behüt dich. Was ist das hier? Brevarium. Scheiß drauf, ey. Die Pest ist es jedenfalls nicht. Und schäkel im Durst. Unter Leibschmerzen und Fieber, die Sorge ist unter Menschen ansteckend, jedoch ungefähr auf Tier ist es eh nicht. Menschen und Tiere nicht übertragbar. Doch trinken sie beispielsweise alle vom selben Wasser, sind Menschen wie Tiere betroffen. Schneller. Eine Vergiftung zum Beispiel äußert, eine Fieberanfälle, Delirium, Magenkrämpfe, welche mit Zuckungen, Durchfall und großem Dunst eingehen. Ja, das ist es. Vergiftung. Ja, und jetzt was muss ich hier tun? Stell die richtige Diagnose und finde die Rezeptur, das Heilmittel in den Büchern. Vergiftung. Was machen wir gegen Vergiftung? Chemie. Kann ich hier nicht hin? Ist da hier? Ich glaube, ich hab's. Ja. Und verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Ich könnte dabei helfen. Wirklich? Ja. Ich gehe sofort an die Arbeit. Und ich eile in der Zwischenzeit. Mehr, Hoyet. Wichtig. Danke, Bruder. Es gibt dort einen Mann, der. Ausgeschlossen. Jetzt müssen wir, glaube ich, Alchemie machen, hä? Also. Wermutgeist. Gegenmittel. Das ist es. Holzkohle, Wasserbrennnessel und Distel. Wo finden wir den Scheiß? Ach nö. Ah, Distel. Brennnessel. Kohle hat es natürlich hier nicht. Mal da. Da, Kohle. Also, da brauchen wir mal, glaube ich, Wasser. Jo, Wasser. Bereite Wasser, 2 Handvoll Disteln und je eine Handvoll Nesseln und Kohle vor. Gib die Nisteln in den Kessel und lass sie für 2 Standurdurchläufe kochen. Gib die Nisteln hinzu und lass alles für einen Standurdurchlauf kochen. Das Gemisch abkühlen, gib zum Schluss die Holzkohle hinzu, aber lass das Gemisch nicht kochen. Okay. Also. Inventar. Wir brauchen
Distel, das. Also Wasser. Das hier. Mal schauen, ob ich das noch kann. Also, beide gibt die Disteln in den Kessel. Zwei voll Disteln. Zwei. Okay. Disteln. In den Kessel. Einmal. Zweimal. Dann wie viel mal kochen? Und lass sie für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Zwei. Blasebalg ist Q. Danach brauchen wir. Gib die Nesseln hinzu und lass die Nesseln und dann für ein Sanduhr durchlaufen. Ja, der Shop. Das war, glaube ich, zu früh. Du hast gebraucht Gegenmittel. Nee, es hat geklappt. Gut. Also wir sollen wieder nach Meruyet. Ui. Sehr dunkel hier. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, gleichfalls. Bin aber gleich nicht mehr hier. Oben hin, wissen wir. Ab geht's durch die Nacht. Deine Fackel. Ja, entschuldige. So, jetzt müssen wir
Wir müssen aber finden. Oder zu wem müssen wir? Klar. Wir müssen jetzt das Geheimnis. Selbst in das Weiß nach Hause gereist. Angeboten Nikodemus. Da ist der Honker, dann ist er hier. Nee. Hä? Wo ist denn der? Wo ist er hin? Diese Qual. Wo ist der Nikodemus? Ist der wohl nicht etwa hier drin? Nö. Ist er auch nicht? Kannst du mir mehr über seine Krankheit erzählen? Sicher. Mein Mann hatte Und was noch? Schlimme... Hab Dank. Wo ist der? Das glaube ich ja nicht. Es kann doch nicht sein, dass der nirgends rum ist. Nee, der ist nirgends. Hä? Komisch. Müsste doch jetzt hier sein. Wir haben doch jetzt das Gegenmittel, oder etwa nicht? Gegenmittel? Wir warten mal bis zum Morgen. Irgendwo muss der ja sein. Kann ja nicht sein. Vorbote Nikolaus zu Log in Marriott. Okay, jetzt ist er hier. Ah, der war immer noch unterwegs, deshalb. Schlafen sollten wir dann nächstens auch mal. Oh, diese Qual. Ah,
Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Noch nicht, ich... Was um Himmels Willen tust du denn hier? Wenn die Leute ihren Trank nicht rechtzeitig bekommen, schließen sie sich den himmlischen Heerscharen an. Hol die Medizin, Heinrich. Los mit dir. Mach's gut. Hä? Ich hab's ja. Wie jetzt? Ich hab doch das Gegenmittel. Herr Mim, ich halte das nicht mehr aus. Würdest du mich in der Alchemie unter... Selbstverständlich. Ich möchte üben... Willst du nicht zuerst... Ich... Lebe wohl. Hä? Bist du mich jetzt... Lieber Gott, wofür beschützt du mich? Ich begreife es nicht. Ich hab doch hier das Gegenmittel. Also, hier bin ich. Leider nicht. Noch nicht. Was um Himmels... Mach's gut. Oh mein Gott. Sag nur, ich muss jetzt nochmal runter. Nichts. Echt? Jetzt muss ich das Scheißzeug nochmals holen. Stell das Heilmittel her. Okay. Gut, dann gehen wir es halt nochmals machen. Gehen wir halt nochmals ins Kloster runter. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis... Oh, Überfall auf dem Weg. Den nehmen wir jetzt noch mit. Sofern es nicht zu viele sind. Es ist nichts dabei. Es ist nichts dabei. Oh. Das wird eine Freude. Und es kann nichts schief gehen. Jawohl! Da gibt's viel zu holen. Na schön, jetzt bist du... Hau dich doch! Es ist nichts dabei. Und es kann nichts schief gehen. Willst du ein paar Münzen verdienen? Es ist nichts dabei. So, voll in den Kopf. Verdammtes Gesindel. Es könnte er behalten.
es rendiert einfach nicht. Von denen. Das sind wieder so arme Blutsauger da. Ja, das rendiert doch noch. Die Handschuhe. Das ist aber gerade mal das Einzige, was da rendiert. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!